Ich grüße euch, meine Lieben. Heute machen wir solche hübschen Lämmchen aus Hefeteig mit ganz vielen Streuseln. Sehr einfach, sehr schön weich und köstlich. Schaut mal. Machen wir mal eine auf. Der Wahnsinn. Und nun zum Rezept. Hier habe ich lauwarme Milch, nicht zu heiß, einfach lauwarm. Dazu gebe ich einen halben Teelöffel Salz. Ich gebe dazu 100 Gramm Zucker, eine Tüte Hefe, ein Ei, eine Tüte Vanillinzucker und das Ganze verrühren. Jetzt nehme ich den Abrieb von einer halben Zitrone. Bitte nicht das Weiße mit abreiben, wirklich nur versuchen, das Gelbe abzukratzen. 80 Gramm Butter habe ich in der Pfanne zergehen gelassen. Das gebe ich hier dazu. Und nun kommt das Mehl hinein. Das Ganze mit dem Mixer gut verrühren. Mit etwas Pflanzenöl auf der Hand benetze ich den Teig. Schaut mal, da könnten noch jede Menge Mehl hinein. Brauchen wir aber nicht. So ist das fein. So, und nun werde ich ihn zugedeckt eine Stunde an einer warmen Stelle gehen lassen. Auf die eingeölte Arbeitsfläche hole ich den Teig raus. Ich habe auch etwas Pflanzenöl auf den Händen. Den Teig einmal so zusammenkneten. So, und jetzt brauchen wir insgesamt 6 Teile. Es gibt insgesamt 6 Lämmer am Ende. So. Und zwar nehme ich mir jetzt so einen Teig vor. Wir brauchen etwas Kopf, das ist etwas größer. Wir brauchen 2 Hufen, so, und ein Öhrchen. Jetzt aus dem Körper forme ich erstmal so eine, schaut mal, ich gehe mit den Rändern so nach hinten, also immer schön Öl auf die Hände, dann klebt es nicht so arg. Den Körper etwas runterdrücken, damit da mehr Streusel drauf passen. Dann haben wir hier die Kugel für den Kopf. Also am besten irgendwie schön formen. So. Dann ein Öhrchen. Sieht aus, als hätte er da so eine lang, tiefe Unterlippe. So ist das schöner. Das Öhrchen kommt eher hier nach hinten. Eine Rosine eher nach vorne, das ist eine riesige Rosine, so ist es besser. Schön tief reindrücken, weil die wird dann später beim Backen rausgedrückt. Und wir brauchen 2 Beinchen, also Hufen. Einmal und zweimal. So. Für die Streusel nehme ich zimmerwarme Butter, dazu das Mehl. Eine Tüte Vanillinzucker und Zucker. Nun werde ich das Ganze mit den Händen zu Streuseln zerdrücken. Der Backofen heizt schon vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich verquirle ein Ei. Mit dem verquirlten Ei bestreiche ich die Lämmer. Und zwar habe ich die Lämmchen auf 2 Bleche verteilt. Nun sind die Streusel dran. Schaut mal, so zusammendrücken und dann hier in die Mitte ordentlich Streusel geben. So, wunderbar. Also den Kopf und die Hufen auslassen am besten. Zuerst kommt das eine in den vorgeheizten Backofen. Wenn die fertig sind, kommt das zweite Blech in den Backofen.
Circa 23 bis 25 Minuten brauchen die. Also das erste Blech braucht 25 und in der Regel braucht das zweite Blech etwas, paar Minütchen weniger. Also einfach schauen, dass sie so schön braun sind und dann einfach rausholen. Freunde, ich hoffe, euch haben die Lämmer gefallen und ihr backt die auch nach. Freue mich immer über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte nicht vergessen, mich zu abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.